Mein Name ist Olaf Gurtzeitz. Seit 10 Jahren bin ich schon Mitglied der SPD. Als Wittenberger interessiere ich mich schon immer, was in meiner Heimatstadt und in den Ortsteilen der Stadt so passiert. Und es passiert gerade in diesem Jahr eine ganze Menge. Meine Themen liegen in der Sozialpolitik, im Sport und im demokratischen Miteinander. Im Vorstand des Ortsvereins habe ich jahrelang an verschiedensten Aktivitäten mitgewirkt. Und so kam es nicht von ungefähr, dass ich vor 3 Jahren in den Stadtrat Wittenberg gewählt worden bin. Hier wirke ich speziell an den vielfältigen Entscheidungen im Kulturausschuss, im Bauausschuss, aber auch im Entwässerungsbetriebsausschuss mit. Mein Engagement für ganz bestimmte Themen mache ich am besten an einigen praktischen Beispielen deutlich. So setze ich mich seit geraumer Zeit für eine bessere finanzielle Ausstattung des NABU-Stadtwaldes ein. Eine Einrichtung mitten im Grün der Lutherstadt, die mit Tiergehegen, einem Naturlehrpfad und einem Spielplatz jung und alt anlockt. Doch wer hinter die Kulissen schaut, der stellt schnell fest, so einfach ist das nicht. Mithilfe eines neuen Betreiberkonzeptes versuche ich nun, Mehrheiten im Stadtrat zu finden, um die finanzielle Situation dieser wichtigen Einrichtung zu verbessern. Dabei geht es nicht darum, einfach nur mehr Geld von der Stadt einzufordern, sondern im städtischen Haushalt an den Prioritäten zu feilen. Das macht Arbeit, schafft nicht nur Freunde, aber es macht Spaß und es lohnt sich. Das demokratische Miteinander liegt mir sehr am Herzen. Vor 1,5 Jahren durfte ich bei der Betreuung von syrischen Flüchtlingen in der Sporthalle Gribo hautnah miterleben, welch großer Einsatz von Haupt- und ehrenamtlichen Kräften notwendig ist, um unsere neuen Bewohner an ihr neues Leben heranzuführen. Und meine Erfahrung ist, der Sport ist ein bewährtes Mittel für ein gegenseitiges, faires Miteinander. Und so organisiere ich erneut ein Integrationsfußballturnier, das am 12. März in der Stadthalle ausgetragen wird. Darüber hinaus arbeite ich aktiv im Bündnis Wittenberg weltoffen mit. In meiner Freizeit laufe ich sehr gern, bin Mitglied der TSG Wittenberg und bei den Botenläufern, nehme an Wettkämpfen teil, bin aber auch in der Organisation von Sportveranstaltungen eingebunden. Was ich festgestellt habe und was ich auch gut bei der SPD hier in Wittenberg finde, ist, dass die SPD offen ist für Meinungen vielfältiger Art. Es geht nicht immer nur darum, eine einheitliche Meinung zu haben, sondern wir leben von der Vielfalt. Und so ist es unsere Aufgabe, nach Mehrheiten zu suchen. Und das ist für mich ein großes Plus hier in der SPD in Wittenberg.